zusammen und grüßt euch. Hier ist wieder der Rainer und es gibt jetzt für dieses Jahr mal ein Fazit, was hier gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist hier bei uns. Und ja, nochmal zur Information, es wird jetzt nicht jede Woche mehr ein Video geben, weil wir haben die Erntezeit vorbei. Also, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen? Ich stehe jetzt hier vor unserem Kartoffelbeet und da muss ich sagen, das ist richtig toll gelaufen. Wir haben eine sehr schöne Ernte gehabt und alles ist super angegangen. Und ja, das machen wir weiter so. Hier oben haben wir jetzt Phacelia drauf. Da werden wir mal gucken, was ich nächstes Jahr hier mache. Eine Etage tiefer haben wir jetzt die Grünbedüngung ausgebracht. Und hier war ein Großteil an Bohnen. Und da muss ich sagen, das ist sehr schlecht gelaufen. Aber auch wenn man mit anderen Gärtnern spricht, haben sie auch gesagt, die Bohnenernte war dieses Jahr nicht so gut. Na, warten wir mal ab, was nächstes Jahr passiert. Mein Plan wäre hier für nächstes Jahr die Kartoffeln hinzusetzen. Aber schauen wir mal. Gehen wir weiter noch eine Etage tiefer. Da habe ich jetzt schon Pferdemist ausgebracht, der ein halbes Jahr gelagert ist und Blätter, um die Humusstruktur zu verbessern. Und hier hatten wir Köhle. Also die waren eine einzige Katastrophe. Und das wird sich bessern, hoffe ich. Viele Grüße übrigens auch an die Kollegen, die ich im Taunus kennengelernt habe, beim pilzkundlichen Wochenende. Und hier gab mir jemand den Tipp, hier mit Schutznetzen zu arbeiten. Das werde ich hier auch nächstes Jahr umsetzen und hier ein Fliegenschutznetz aufspannen, dass mir hier die Kohlfliegen nicht reinkommen und das Ganze etwas geschützter ist. Also wie gesagt, Kohl, eine Katastrophe. Aber gut, gehen wir weiter. Hier unten waren Möhren und Radieschen. Die habe ich ein bisschen zu spät geerntet, sind aber auch nicht so gut gekommen. Vielleicht auch mein Fehler, vielleicht müssen wir da auch mit dem Schutznetz arbeiten. Dann waren hier die wilden Tomaten, die waren ganz schön. Da konnte ich auch einige einwecken. Werden wir mal sehen, wie das wird. Ja, und die Gurken waren ganz fantastisch. Insgesamt habe ich, man glaubt es nicht, etwa 60 Gurkengläser einlegen können. Alle so in verschiedenen Sorten. Wollen wir mal sehen, was jetzt künftig das Ganze bringt hier. Gehen wir weiter hoch zu den Heidelbeeren. Oder besser gesagt, brauchen wir gar nicht hochgehen. Die haben wir ja auch hier unten. Die ließen sich sehr schön an, aber aufgrund des ja erst sehr trockenen und dann sehr feuchten Klimas sind die auch nicht so gut gekommen. Und die hatte ich jetzt schon mit einem Vogelschutznetz abgedeckt. Das muss besser werden, aber das ist ja auch deren erstes Jahr. Das erste Jahr ist auch hier für die Himbeeren. Und von daher haben die jetzt eine Gnadenfrist und ich glaube sogar, das wird noch was. Ich stehe jetzt vor unserem Esskastanienbaum. Und da muss ich sagen, das war wie letztes Jahr. Wir haben einige Mahlzeiten gepellt und einfrieren können. Wie ich das im Einzelnen mache, zeige ich euch, wenn ich ein vernünftiges Rezept habe. Denn im Moment ist das noch eine ziemliche Poolerei. Aber da warten wir mal auf nächstes Jahr. Das war so etwa, na, sagen wir mal, ein knappes Kilo, was jetzt im Froster ist. Kann man wunderbar zum Gulasch bringen. Alles in Ordnung. Die einzelnen Beeren hier. Das ist auch deren erstes Jahr. Waren auch nicht so doll. Aber es waren welche dran, man konnte sie essen. Und dann werden wir sehen, was künftig draus wird. Ja, und während im letzten Jahr die Walnüsse ganz fantastisch waren, stehe ich jetzt hier vor unserem Walnussbaum und das war dieses Jahr gar nichts.
Also Walnussernte war bei uns quasi gleich null, zumal wir auch die Eichhörnchen haben, die uns alles wegfressen. Aber letztes Jahr konnten wir noch einiges retten. Aber gestern konnte ich mit netten Nachbarn sprechen, die auch Walnussbäume haben. Und die haben auch selber gesagt, das war nichts in 2023. Aber gut, so ist das halt. Da muss man mit leben. Also Walnüsse waren hier nichts. Ich denke mal, die waren woanders auch nicht viel hier bei uns im Bereich. So, das war's mit diesem Video. Es werden sicherlich dieses Jahr noch einige Videos kommen, aber nicht mehr jede Woche. Denn ihr könnt euch denken, es gibt nicht mehr so viel zu berichten. Es gibt vielleicht noch mal die eine oder andere Baustelle, von der ich berichten werde. Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Herbst- und Winterzeit. Und wir sehen uns hier sicherlich ein, zwei Mal im Monat wieder. Ich hoffe auch, die Serie gefällt euch. Gebt mir gerne ein paar Tipps und Hinweise, was ich noch besser machen kann oder anders machen soll. Schreibt das gerne in die Kommentare, das würde mich echt freuen. Bei meinen im Moment 82 Abonnenten. Also, bis dann Leute. Macht's gut. Euer Rainer.